Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Galerie Fenster zu Besuch. Wir sind unterwegs, wir sind auf Tour und in loser Folge werden wir in den nächsten Wochen und Monaten verschiedene Künstler und Künstlerinnen besuchen. Künstler, deren Arbeiten wir in unserer Galerie präsentieren oder mit denen wir in anderer Art und Weise Kooperationen planen, beispielsweise eine Serie von Arbeiten baubezogener Kunst, Kunst am Bau, im ersten Halbjahr des neuen Jahres 2022. Dazu bald mehr. Heute sind wir zu Gast, Galerie Fenster zu Besuch bei Ina Abushenko-Matwejewa. Und ihre Ausstellung Giordano Bruno ist soeben zu Ende gegangen. Wir werfen noch mal einen Blick auf die Präsentation und schauen aber auch ins neue Jahr auf das, was da kommt. Nun dann, bis gleich. Ja, Ina, schön. Ja, hallo Udo. Dass wir wieder mal bei dir zu Gast sind. Deine Bilder waren jetzt bei uns in der Galerie Fenster zu Gast. Giordano Bruno. Ja. Die Ausstellung ist abgebaut. Die Bilder sind wieder verstaut. Mhm. Wer deine Arbeiten verfolgt, der hat die eine oder andere Arbeit schon mal in anderen Zusammenhängen gesehen. Aber im Zusammenhang eines Zyklus, Giordano Bruno Zyklus, hast du sie das erste Mal gezeigt. War das absehbar? Wann hast du angefangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Oder hat sich das dann über die Jahre entwickelt, dass immer eine weitere Arbeit, ein weiterer Aspekt dazu kam? Also Giordano Bruno Zyklus, die Ausstellung im Brandenburgischen Viertel in Eberswalde ist jetzt zu Ende. Und glücklicherweise haben wir zu der Ausstellung in dem Berliner Bübel Verlag einen Katalog gemacht. Und diesen Zyklus habe ich entwickelt. Also die Idee dazu entstand tatsächlich durch die Sache mit dem neuen Blumenplatz. Campo dei Fiori, der neue Blumenplatz, nach dem Gedicht von Czesław Miłosz, ist ja unser Platz gegründet worden vor 10 Jahren, 2011, im innerstädtischen Raum in Eberswalde. Und das wird in diesem Katalog alles sehr gut zusammengefasst. Und die Arbeiten sind tatsächlich über Jahre entstanden. Irgendwann habe ich entschieden, ich mache einen Giordano-Bruno-Zyklus. Weil Giordano Bruno in dem Gedicht Campo dei Fiori von Czesław Miłosz Thema ist, neben dem Warschauer Ghetto. Und die Schlusszeile des Gedichts: so lang, bis all dies Legende sein wird und dann nach vielen Jahren auf dem neuen Campo dei Fiori ein Wort des Dichters Protest entfacht. Das ja. War ja der Anlass, ne? Diese Ausstellung letzten Endes auch zu machen, den Blumenplatz zu gründen und in dem Katalog mit dem Text von Wolfgang Ciano wird das alles sehr schön zusammengefasst. Der Katalog ist erhältlich im Bübel Verlag oder auch direkt bei mir. Vielleicht noch, kannst du noch was zum Verlag sagen? Wer steht dahinter? Der Bübel Verlag wurde vor 5 Jahren gegründet von der Schriftstellerin Tanja Langer in Berlin. Und sie macht ganz passionierte Bücher, oft mehrsprachig, zweisprachig, Kinderbücher, Kunstbücher, Erzählungen, kleinere Erzählungen, die sonst oft keine Möglichkeit haben, ihre Erzählungen zu verlegen, werden dort verlegt. Ja, also ganz schön. Schön, also Verlag in gewisser Weise ist also die Ausstellung manifestiert in dem kleinen Katalogbändchen, der neue Blumenplatz. Ich habe ja schon mal geschmult. Der neue Blumenplatz wird ja als Kulturinitiative auch weiter bestehen und natürlich als ein Ort, wo man sich treffen kann, den man besuchen kann. Wir haben zusammen auch was vor. Du gehörst zu den Künstlern und Künstlerinnen, mit denen wir im kommenden Jahr, im Jahr 2022, zusammenarbeiten werden. Baubezogene Kunst, Kunst am Bau im Brandenburgischen Viertel. Die Wohnungsgenossenschaft 1893 saniert Plattenbauten komplett, schafft neue Eingangsbereiche und in diesen Eingangsbereichen werden künstlerische Arbeiten eine Rolle spielen. Du stellst dich der Herausforderung, freuen wir uns. Mhm. Hast du vielleicht schon eine Idee?
Also ich habe schon ein paar Entwürfe und wenn wir wollen, kann ich euch die mal zeigen. Die sind hier nebenan in dem Raum. Gut, aber sehr da mal schön. Hingehen? Ja. Ja. Schau mal. Auf jeden Fall wird es ein Ring, ja, und ein Kreis, abgestimmt auf die Maße der Wand. Es geht ja also von den Dimensionen jetzt. Genau, ja, also die habe ich ganz genau schon im Kopf. Und mit den Farben, das muss ich dann sehen. Aber da bin ich jetzt schon dabei. Da habe ich jetzt schon richtig Freude dran. Ja, und das wird aber nicht auf die Wand gemalt, sondern du arbeitest mit einem Material. Genau, das sind Holzobjekte. Holz gesägte Teile, die liegen, kannst du ja hier, wollen wir das schon zeigen, oder? Ja, gut, mal einen kurzen Blick, darfst du mal drauf werfen. Das ist jetzt das ein Modell, oder? Nee, das sind die schon, die werden dann bemalt, also von hinten mit so einer Farbe, dass die dann strahlt. Die Realisation wird voraussichtlich im Februar 2022 erfolgen, also ist gar nicht mehr so lange hin. Mhm. Und dann wird es natürlich zu Begegnungen führen mit den Leuten, die in den Häusern wohnen. Aber wir können uns durchaus vorstellen im Sommer, dass es, weil es insgesamt 4 künstlerische Positionen vorgestellt werden, wir dann auch kleine Führungen im Brandenburgischen Viertel anbieten können, sodass es nicht nur den Bewohnern vorbehalten bleibt. Das schön. Na, das ist ja etwas, was dann da hängt und dauerhaft, aber auch beiläufig wahrgenommen werden kann. Und ich weiß ja, dass Bilder wirken, auch wenn man jetzt nicht die ganze Zeit ganz bewusst drauf guckt, dass die einen doch begleiten dann auch, wenn die Bewohner da wohnen, dass da Impulse gesetzt werden. Das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe der Kunst, dass andere Impulse gesetzt werden in den Raum, als dass da nur ein Briefkasten hängt oder vom Hausmeister eine Hausordnung oder sowas. Ne? Es ist ein neuer Raum entstanden. Wenn man an die ursprüngliche Struktur denkt, da wären solche Arbeiten gar nicht realisierbar gewesen in diesen kleinen, engeren Fluren. Aber durch diese neue Struktur, ne? Denkst du, es wird dort zur Entfaltung kommen? Ja, auf jeden Fall. Da ist ja das ist ja viel größer als der Eingangsbereich und auch mit der Deckenhöhe haben sie was gemacht, dass es ganz bewusst auch vergrößert wurde, also dass einem nicht die Decke auf den Kopf fällt. Und die Lichtsituation ist eine andere. Ja, das ist natürlich dann immer spannend, wenn die Sachen dann gehängt werden, wie es dann letzten Endes wirkt, weil die wollen ja dann auch Licht nach oben strahlen. Ich denke, das kommt ganz gut, das kommt der Arbeit auch entgegen, hoffe ich jedenfalls. Also das ist da dann immer das Schöne für mich, da mache ich was, um zu schauen, wie es dann am Ende tatsächlich da im Raum aussieht. Ne? Gut, schön. Das ist das Spannende auch dann. Danke Ina, dass du uns schon so einen Einblick in das, was kommt, gegeben hast. Und wir schauen. Habe ich erst mit Gips und dann grundiert und jetzt wird es nochmal grundiert und geschliffen, dass das dann schon so ein bisschen so eine Struktur, so eine untergründige bekommt. Gut. Okay, danke. Gut. So, jetzt gehen wir erstmal wieder woanders hin.